Hey Leute, herzlich willkommen zum ersten Video meiner diesjährigen Ramadan-Reihe. Ja, somit ist es offiziell. Ja, an dieser Stelle erstmal an alle muslimischen Zuschauer Ramadan Kareem. Ich wünsche euch einen gesegneten Ramadan und heute zeige ich euch ein Video, was sehr oft nachgefragt worden ist. Also somit auch ein lang ersehntes Video. Ich zeige euch, wie man Sifa mit Funa macht. Sifa mit Funa ist wirklich ein besonderes Gericht, was auch nur zu bestimmten Anlässen und besonderen Anlässen zubereitet wird. Was gibt es denn Besonderes als dieser Ramadan-Monat? Und gerade weil wir jetzt noch am Anfang sind und alle schön motiviert sind, machen wir das direkt am Anfang dieser Serie. Sifa mit Funa ist ein Gericht, was aus dieser typischen Kombination süß-herzhaft besteht, was man ja natürlich sehr aus der marokkanischen Küche kennt. Es sind Dampfnudeln, die eine schöne Fleischfüllung haben. Jetzt nicht in dem Sinne wie Tortellini, sondern Leute, wisst ihr was? Ich wasche mir jetzt meine Hände, binde mir meine Schürze um und los geht's. Dann seht ihr genau, was es ist. Also, let's go. Also, ich habe hier ein ganzes Hähnchen, was ich bereits gereinigt und enthäutet habe. Des Weiteren habe ich hier Öl, Wasser, Zwiebeln, etwas Koriander und Petersilie. An Gewürzen benötigen wir Safranfäden, gemahlenen Ingwer, natürlich Salz, Pfeffer, Smin. Wenn ihr Smin nicht habt, dann könnt ihr es natürlich auch ersatzlos weglassen. Aber ja, das gibt hier schon eine gewisse Geschmacksnote. Also hiermit wird es schon extrem gut. Von daher schaut euch ruhig das Video an. Ich kann es euch hier oben verlinken, um es nachzumachen. Geht auch super easy. Ja, dann haben wir hier etwas Kurkuma, Zimtstangen. Und zum Verfeinern etwas Rosinen und Honig. So, zuerst gebe ich das Wasser in den Topf und dann im Anschluss auch direkt alle Zutaten, alle Gewürze, sorry. So, und jetzt gebe ich direkt das Hähnchenfleisch hinein. So, ich lasse jetzt das Fleisch schön ja, vor sich hinkochen bei mittlerer Hitze. Erstmal so circa 10-15 Minuten, bis die Gewürze schön eingezogen sind. Und in der Zwischenzeit schneide ich mir hier die Zwiebeln klein, damit wir die später noch hinzufügen können. So, nach 15 Minuten gebe ich jetzt noch die restlichen Zutaten mit hinzu. Einmal meine Kräuterbund. Das gebe ich so einfach da hinein. Jetzt an dieser Stelle füge ich Smin hinzu. Leute, wenn ihr das riechen könntet, ja. Es
Duftet herrlich und mein Smin ist fast 2 Jahre alt. Also je älter, umso geschmacksintensiver, ich sag's euch. So. Und zu guter Letzt kommen jetzt noch die Zwiebeln rein. Also hierzu kommt jetzt auch an dieser Stelle etwa 3 Esslöffel Öl hinzu. Das hätte ich fast vergessen. So, das Ganze lasse ich jetzt für etwa 30 Minuten bei schwacher Hitze vor sich hin köcheln. Zumindest so lange, bis das Fleisch gar ist. Und während das Ganze jetzt hier schön vor sich hin kocht, gehen wir zum nächsten Schritt rüber. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar zeige ich euch in diesem Vorgang, wie man die Pfannnudeln zubereitet. Vorab möchte ich nur einmal sagen, dass es hier keine Produktplatzierung ist. Also es ist wirklich selbst bezahlt. Nur ich weiß ganz genau, dass viele nachfragen werden, welche Nudelsorte ich speziell hierfür verwende. Deswegen wollte ich das einmal von vornherein aus klären. Ich hoffe, somit ist auch die Frage beantwortet. Und zwar sind es die Engelshaarnudeln, also es sind nicht diese typischen Vermicelli-Pasta, diese Fahrnudeln, die man aus jedem Supermarkt kennt, sondern speziell fürs Famitfona werden Engelshaarnudeln verwendet. Und zwar sind es die hier, die bekommt ihr in jedem marokkanischen Supermarkt, teilweise auch in türkischen Läden, da müsst ihr einfach mal schauen. Wenn es nicht gerade von dieser Marke ist, dann findet ihr sicherlich eine andere Marke. Achtet nur darauf, dass es wirklich die Engelshaarnudeln sind. Und wie es genau funktioniert, das werdet ihr jetzt sofort im Anschluss sehen. Gibt die Nudeln in eine große Schale, dafür eignet sich am besten diese schöne marokkanische Schale, also ne, wir nennen die Gessar. Die ist schön flach, wie man sehen kann, und groß, darin lassen sich halt eben die Nudeln sehr gut verarbeiten. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dieser Unterschied zu den normalen Fadennudeln. Diese hier sind viel feiner, wie man sehen kann. Und ja, jedenfalls beginne ich jetzt mit der Verarbeitung. Und zwar vermische ich zunächst die Nudeln mit circa 1 Esslöffel Öl und versuche wirklich das Öl jetzt hier gut einzuarbeiten, bis alle Nudeln komplett mit dem Öl benetzt sind. Und das Ganze natürlich schön locker und vorsichtig, damit die Nudeln nicht brechen. Normalerweise benutzen wir für solche Gerichte wie Siffa oder Couscous zum Beispiel immer eine Couscousière. Das ist dieser Doppeltopf, der aus einem großen hohen und einem kleinen perforierten Topf besteht. Unten ist das, wie jetzt in diesem Fall, mit Wasser gefüllt, sodass das Gargut im perforierten Topf schön gedämpft werden kann. Und hier zeige ich euch, wie man das auch ohne eine Couscousière hinbekommt. Das wollte ich jetzt nur einmal gezeigt haben für die Leute, die nicht so einen Topf besitzen. Das geht, wie gesagt, auch super einfach. Hier habe ich einen ganz normalen Topf, der sollte, wie gesagt, möglichst hoch sein und ein ganz normales Edelstahlsieb. Dieses hier ist von IKEA. Benutzt natürlich ein feines Sieb, wo nichts rausfallen kann. Das ist natürlich klar. Und eventuell kann man das auch noch zusätzlich mit Stoff abbinden ringsherum, damit nichts, also damit der Dampf nicht ausweichen kann. Bei mir ist das jetzt aber nicht nötig. Hier ist alles schön dicht und ja, das brauche ich jetzt hier nicht. Und ja, so kann man eigentlich ganz einfach improvisieren. Und jetzt gebe ich die Nudeln komplett in das Sieb und stelle dies auf den Topf. Kontrolliert aber hier auch wirklich, ob alles dicht ist, sonst bekommen die Nudeln nicht so viel Dampf bzw. Hitze ab. Und ja, 20 Minuten dämpfen lassen und ich würde sagen, los geht's mit dem ersten Dampfvorgang. In der Zwischenzeit schaue ich nach meinem Eintopf. Das Fleisch ist jetzt schön gar geworden. Zunächst hole ich erstmal den Kräuterbund und danach das Fleisch raus und verfeine jetzt die Soße noch schön mit den restlichen Zutaten.
wie die Rosinen und dem Honig. Die Zimtstangen lasse ich noch weiterhin bis zum Schluss mitkochen. Die geben noch weiterhin das schöne Aroma ab. Das ist kein Problem. Wenn ihr wollt, könnt ihr es jetzt auch an dieser Stelle mit rausnehmen. Und ja, jetzt lasse ich die Soße schön einkochen, bis sie leicht karamellisiert und gleichzeitig eindickt. So, hier ist der erste Dampfvorgang schon erledigt und nun stütze ich nochmal die Nudeln zurück in die Schale und mache Folgendes. Also jetzt gieße ich etwa 150 bis 200 Milliliter, würde ich sagen, kaltes Wasser hinein und rühre alles nochmal gut um, beziehungsweise löse alles mit Hilfe von zwei Gabeln alles voneinander und achte dabei, dass wirklich alle Nudeln mit dem Wasser gut benetzt sind, würde ich mal sagen, damit die alle schön gleichmäßig weich werden. Ja, und das mache ich jetzt. Seid dabei bitte vorsichtig. Es ist noch relativ heiß, also nirgendwo eure Finger dazwischen stecken, damit ihr euch nicht verbrennt. Und ja, so lassen wir die Nudeln jetzt in der Schale circa 5 bis 7 Minuten ruhen, bevor es mit der nächsten Runde weitergeht. Wie man gut erkennen kann, sind die Nudeln hier so leicht aufgehellt. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und jetzt wieder ab ins Sieb. Und zurück auf den Topf zur zweiten Dampfrunde. Was ich persönlich immer gerne bevorzuge, ist, dass das Fleisch ohne Knochen serviert wird. Ich finde, das ist irgendwie viel besser, das lässt sich besser essen und die Finger bleiben gleichzeitig auch sauber. Und was heißt das? Ja, das heißt, jetzt löse ich das Fleisch direkt im Anschluss vom Knochen, aber dabei bitte ganz vorsichtig sein. Ihr könnt es auch leicht erstmal abkühlen lassen, denn es ist hier noch recht heiß. Und ja, am besten auch zwei Gabeln benutzen, aber ihr müsst es nicht zupfen. Also wir wollen hier kein Pulled Chicken draus machen, sondern wirklich nur in kleine mundgerechte Stücke teilen, mehr nicht. Also wir wollen hier noch richtige Fleischstücke haben. Und nachdem die Soße schön eingedickt ist, gebe ich noch kurz vor dem Servieren noch die Fleischstückchen hinein, um sie noch kurz vor dem Anrichten zu erwärmen. Dieser Part ist jetzt, so wie der ist, fertig und weiter geht's mit der Ziffer. Vor dem letzten Dampfvorgang salze ich hier an dieser Stelle erst die Nudeln, gebe noch etwas Öl hinzu, damit die nicht zusammenkleben und stelle die erneut zurück zum Dämpfen auf den Topf. Und nochmal ab geht's zur nächsten Runde und somit auch zur letzten. Und ja, nochmal für 20 Minuten dämpfen lassen. Mal an, das ist jetzt hier schön voluminös geworden. Nichts klebt aneinander. Perfekt, so muss es sein. Wer mag, das ist aber auch eine reine Geschmackssache, kann hier an dieser Stelle ein paar Rosinen mit hineingeben und diese mitdämpfen. Dann werden sie gleich, dann weichen die so ein bisschen ein. So. Ja, und achtet darauf, dass ihr, wenn ihr die Nudeln hineingibt, die nicht presst oder so, ganz locker, dass wirklich der Dampf komplett durchdringen kann. Wunderbar, perfekt.
Da läuft doch schon einem das Wasser in den Mund zusammen beim Zugucken allein, oder? Also probiert's unbedingt aus. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findet ihr auf meinem Blog unter www.atlasküche.com. Das Rezept habe ich euch aber nochmal in die Infobox verlinkt. Und ja, ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr euer Feedback mit mir teilt. Gerne auch auf Instagram. Postet mir eure Fotos. Bin mal gespannt. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit und bis bald. Ciao!